Entgegen den lügnerischen Fake-Behauptungen böser Hetzerzungen, die ja bekanntlich unser friedvolles, multikulturelles Zusammenleben durch rechte Hassrede vergiften, bereichern andere Religionen unsere von rassistischen Ritualen alter weißer Männer geprägten Gesellschaft, zum Beispiel im Bestattungswesen, ja? Denn offenbar handelt es sich um ein übliches muslimisches Begräbnisritual, den Kopf Verstorbener abzuschneiden und anschließend feierlich vor öffentlichen Gebäuden abzulegen. Denn, wie die Relotius-Wahrheitspresse umgehend versicherte, verstarb der kopflose Libyer, dessen Haupt durch seinen marokkanischen Glaubensbruder vor dem Bonner Landgericht aufgebahrt wurde, zuvor eines natürlichen Todes nach schwerer Krankheit. Also, ich finde schon ziemlich islamophob, die gottgleiche Verehrung eines kinderschänderischen Propheten gleich als schwere Krankheit zu bezeichnen, oder? Wer jedoch angesichts obiger Nachrichtenmeldungen in der Rubrik Neues aus dem NRW-Kalifat, unglaublich, aber trotzdem wahr, den Kopf verliert und eine Straftat in Betracht zieht, offenbart damit seine beschämenden Rassenvorurteile. Ja, rechtsversiffte Demokratiefeinde instrumentalisieren den harmlosen Vorfall sogar, indem diese braunen Pläulinge unseren neubürgerlichen Mitbürgern eine statistisch auffällige Affinität zu Schneidwerkszeugdelikten unterstellen und dazu das ekelhafte Geschwurbel von wegen religionsinterne Differenzen münden überdurchschnittlich häufig in gemesserte Endlösungen. Diese Nazi-Wortebautisten missbrauchen sogar den bedauerlichen Einzelfall Khaled, also dem eritreischen Asylsuchenden, den sein ebenfalls migrationshintergründiger Landsmann über bzw. in die Klinge springen ließ, so geschehen 2015 in einem Dresdner Flüchtlingsheim. Und angeblich, da verklagte damals der Zentralrat der Dauerempörten den traumatisierten Messerkünstler, weil dieser gegen das gutmenschliche Gesetz verstieß, wonach in der Pegida-Stadt Maximalpigmentierte ausschließlich schon länger hier lebenden Tätern zum Opfer fallen dürfen. Vielleicht wollte auch Hasan, also der die Bonner Kopfniederlegung initiierte, nur ein Zeichen setzen. Ja, natürlich nicht als Warnung, seht her, elende Ungläubige, das geschieht mit euch, wenn ihr euch Allah nicht unterwerft. Nein, nein, sondern als einen verzweifelten Hilfeschrei gegen Alltagsrassismus. Denn immerhin, da lockten die Almans ihn und seine Clanbrüder mit vollmundigen Versprechen auf Haus, Auto und blonde Drittfrau übers Mittelmeer. Und stattdessen, was gibt es? Eine Gemeinschaftsunterkunft mit Angehörigen verfeindeter Stämme, ein Fahrrad und obendrauf eine Sozialarbeiterin vom Typ Ricarda Lang, in deren Beglückung sich alle 188 Heimbewohner teilen müssen. Ja, und noch eine Frage zum Schluss an Sie, liebe Zuschauer. Ist es eigentlich moralisch verwerflich, wenn angesichts von Kulturbereicherern, die untereinander und gegenseitig für ihr sozialverträgliches Frühableben sorgen, so gar kein Bedauern aufkommen will? Schreiben Sie es doch einfach in die Kommentare. In diesem Sinne, bleiben Sie kritisch, Ihr Elmar Gerke.